Es ist Derby-Zeit. Der FC St. Pauli trifft auf den Hamburger SV. So viel gäbe es zu diskutieren und zu berichten, hätte Pauli-Trainer Holger Stanislawski in der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel nicht diese modische Kopfbedeckung aus dem Schrank gekramt. Darauf angesprochen, reagiert er etwas gereizt. Roska will zu Funken schlagen, oder was? Dir drehe ich gleich den Arm aus dem Gelenk. Wie, ist mir kalt. Ich hab einen Schal um. Das ist kalt draußen, ja. Weil ich eine Mütze auf hab. Ich versuche die Merchandising-Artikel des FC St. Pauli für jeden interessant zu machen. Gut möglich, dass diese Mütze schon am Mittwochabend vergriffen ist. Doch kommen wir zum Spiel, dem Nachholspiel. Wegen widriger Rasenqualität musste es verlegt werden. Nun freuen sich die Gäste auf den neuen Rasen in der Imtech Arena. Ja, der wird leuchtend grün sein und sicherlich viel farbenfroh als der am Millerntor. In der Hinrunde schaffte der HSV durch einen Last-Minute-Treffer ein 1:1 Unentschieden. HSV-Boss Bernd Hoffmann erhofft sich bei der Neuauflage weitaus mehr. Das, also die Spieler, die vor 33 Jahren für den HSV gegen Pauli verloren haben, die Namen kann jeder noch aufsagen. Also da sollte keiner dabei sein am Mittwoch. Die Punkte können jedoch beide gebrauchen. Der HSV, um den Anschluss an die europäischen Plätze nicht zu verlieren. Der FC St. Pauli, um den Abstand auf den Relegationsplatz weiter auszubauen. Sicher ist, jeder, der im Stadion ist, wird was erleben. Was auch immer. Vielleicht ja Holger Stanislawski mit seiner neuen Kopfbedeckung, den man besser nicht auf selbige anspricht. Willst du jetzt bestimmen, was ich anziehe oder was, Büsching? Ich schneide dir gleich mal ein Programm zusammen mit deiner Kamera. Wenn du kopfüber irgendwie da hinten von der Turnhalle hängst. Kopfüber von der Turnhalle hängen, das wird auf jeden Fall der Verlierer. Denn im Hamburger Derby geht es um weit mehr als 3 Punkte. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag immer 18:30 Uhr auf Sport 1.